Musst du gerade deine Steuererklärung machen und überlegst dir, ob Wieso-Steuern das richtige Tool für dich ist? Dann schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn wir nehmen Wieso-Steuern mal unter die Lupe. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und Wieso ist eine Institution. Seit Jahren werden regelmäßig eine ganze Produktpalette an Steuertools herausgegeben und die sind alle ziemlich umfangreich. Du kannst auch als Selbstständiger mit Wieso deine Steuererklärung machen, denn Wieso unterstützt sowohl die Einkommensteuererklärung als auch die Umsatzsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung. Und in der Einkommensteuererklärung werden auch alle Anlagen abgedeckt. Das ist schon mal ein großer Vorteil im Vergleich zu Taxfix, die ja in Funktionsumfang sehr, sehr eingeschränkt sind. Wir schauen uns zusammen am besten einfach mal das ganze Interface von Wieso Steuer an. Die gute Nachricht zuerst, es gibt sowohl eine Browser-Version, das heißt, du kannst dich einfach über die Webseite einloggen, als auch eine Smartphone-App, als auch eine Tablet-App. Das heißt, du kannst deine Steuererklärung auf welcher Plattform auch immer machen, je nachdem, wie es dir gefällt, und kannst im Notfall auch zwischendrin einfach hin und her wechseln, dass du mit dem Smartphone anfängst, mit dem Tablet weitermachst und dann in der Browser-Version das am Ende abschließt. Und wir schauen uns einfach mal den ganzen Aufbau an. Und zwar sehen wir auf der linken Seite die Möglichkeiten, die ich habe. Einmal die Einkommensteuer, eventuell Lohnsteuerermäßigung, Feststellung, Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer. Für uns als Selbstständige ist ja vor allen Dingen die Einkommensteuer relevant, die Umsatzsteuer und gegebenenfalls auch die Gewerbesteuer. Außerdem sehe ich hier in der Mitte alle Steuerfälle, das heißt alle Steuererklärungen, die ich irgendwie gemacht habe in Wieso, von diesem Jahr oder jetzt dem vergangenen Jahr, also dem aktuellen Steuerjahr oder aber auch den vergangenen Jahren. Und auf der rechten Seite sehe ich auch weitere Informationen, Angebote und so weiter. Aber schauen wir uns doch mal genauer an, wie eigentlich das Bearbeitungsinterface aussieht bei Wieso. Der grobe Aufbau, der ist relativ bekannt. Auf der linken Seite sehen wir so die Ablaufschritte. Das gleiche kennen wir zum Beispiel auch von Elster Online, aber auch von Smartsteuer. Was ganz interessant ist, ist die Menüübersicht hier oben. Hier haben wir natürlich jederzeit die Möglichkeit, einfach auf die Startseite zurückzukehren. Dann gibt es aber auch einen sehr umfangreichen Hilfebereich. Das heißt, hier haben wir zu allen möglichen Informationen, die irgendwie relevant sind, weitere Informationen, zum Beispiel hier zur Umsatzsteuererklärung, und sehen dann hier einen Text. Ich finde ehrlicherweise diese Information gut, auch in einer angemessenen Länge, es erschlägt dich nicht so vollständig. Zum Teil finde ich es aber relativ kompliziert ausgedrückt. Das kriegen andere Tools besser hin. Die Erklärungen von Taxfix zum Beispiel sind wirklich so geschrieben, dass es jeder verstehen kann. Ganz so einfach ist der Hilfebereich bei Wieso leider nicht. Welche Funktion mir aber sehr, sehr gut gefällt, ist die nächste, und zwar die Lesezeichen und die Notizen. Und zwar ist es ja relativ selten so, dass du dich einmal an eine Steuererklärung setzt und dann alles in einem Fluss einfach durcharbeitest. In der Regel ist es ja eher so, dass du einmal anfängst und dann fällt dir ein, ah, darauf warte ich noch, ich brauche die Nebenkostenabrechnung oder damals war ich ja beim Arzt oder muss ich nochmal die Unterlagen suchen und so weiter. Und das Dümmste, was du machen kannst, ist dann sofort loszulaufen, um diese Unterlagen zu suchen. Sondern einfacher wäre es, wenn du dich erstmal durcharbeitest und dann deine Liste abarbeitest. Bei den meisten anderen Tools ist das aber so, dass du dir dann merken musst, wo du das denn eintragen musstest, um das dann übers Menü zu finden. Bei Wieso Steuer ist das meiner Meinung nach schöner gelöst. Du kannst nämlich in jedem Bearbeitungsschritt einfach dir diesen Schritt speichern und eine kleine interne Notiz für dich selbst dazu schreiben. Zum Beispiel bitte auf Nebenkostenabrechnung warten oder hier die wichtige Zahl von der Zahn-OP eintragen, was auch immer. Und dann kannst du diese Notizen und die Lesezeichen hier dir jederzeit wieder aufrufen. Was ich außerdem schön finde, ist die Erstattungsanzeige. Wieso berechnet nach jeder Eingabe, wie viel Steuern du denn noch nachzahlen musst oder du eventuell wiederbekommst. Eine ähnliche Ansicht kennen wir zum Beispiel auch von Smartsteuer. Das Schöne bei Wieso ist aber, das ist ein bisschen umfangreicher. Du kannst einfach draufklicken und siehst dann auch nochmal die ganze Berechnungslogik und wo sich was jeweils geändert hat. Dann gibt es noch eine zusätzliche Funktion, die ich echt spannend finde, die ich auch noch einmal in diesem Video hervorheben möchte. Und zwar ist es das Thema Steuerbanking. Und zwar kannst du dein Bankkonto mit Wieso connecten, weil bei den meisten Kosten, die du in der Steuererklärung absetzen kannst, brauchst du ja eine elektronische Zahlung. Sei es nun haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerrechnungen, Kinderbetreuungskosten, Gesundheitskosten, Spenden und so weiter. All diese Ausgaben kannst du ja von der Steuer absetzen. In den allermeisten Fällen ist die Voraussetzung aber, dass du sie elektronisch bezahlst. Das heißt, die Informationen über diese Ausgabe, die sind ja schon auf deinem Bankkonto verfügbar. Und hier kannst du Wieso mit deinem Bankkonto connecten und dann kann Wieso schon mal quasi vorher scannen, welche Ausgaben denn eventuell steuerlich relevant sind. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne Lösung und bietet Wieso hier an. Schauen wir uns zusammen doch einmal den Bereich an, der für uns am interessantesten ist. Und zwar hier links siehst du Selbstständige. Und zwar habe ich einmal eine freiberufliche Tätigkeit angegeben.
und die kann ich jetzt bearbeiten, wenn ich hier draufklicke. Und hier sehe ich auch meine erste freiberufliche Tätigkeit als Videoerklärer. Das klingt nach etwas, was ich in meinem Leben schon mal gemacht habe. Das heißt, hier gebe ich meine Berufsbezeichnung oder die Tätigkeit an, kann im nächsten Schritt dann auswählen, wie ich meinen Gewinn ermitteln möchte, mit einer Bilanz oder einer Einnahmenüberschussrechnung und so weiter. Und hier unten kann ich meine Einkünfte eintragen und darauf klicke ich jetzt einmal. Und hier bekomme ich auch direkt Hinweise. Das heißt, ich kriege zu den einzelnen Arbeitsschritten auch sofort Hinweise. Das finde ich relativ schön, weil das ist das, was mich persönlich bei Elster fast am meisten stört. Mal abgesehen davon, dass Elster relativ unübersichtlich ist und die Erklärungen kompliziert sind, muss ich bei Elster erstmal alle Informationen eintragen und habe quasi die gesamte Steuererklärung einmal abgeschlossen und kriege dann einen finalen Check und dann erst den Hinweis, dass die Hälfte von dem, was ich davor eingetragen habe, falsch ist. Und das ist ehrlicherweise dann ein bisschen spät, weil ich hätte es ja auch gleich richtig machen können, wenn ich an diesem Punkt schon den Hinweis bekommen habe. Bei Wieso bekommst du den Hinweis immer sofort? Und hier kannst du dann auch deine ganzen Betriebseinnahmen eintragen. Das heißt, hier hast du jetzt die Möglichkeit, die voll steuerpflichtigen Umsätze einzutragen und so weiter. Ich finde dieses Interface gut, aber leider ein bisschen unübersichtlich. Man sieht das schon so ein bisschen, dass einfach sehr, sehr, sehr viele Informationen auf einem Screen gepackt sind. Wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Tools, dann muss man sich da ehrlicherweise erstmal zurechtfinden. Und wenn ich meine Steuererklärung mit Wieso mache, dann bin ich erstmal ja fast ein bisschen überfordert mit den ganzen Möglichkeiten, die ich da einstellen kann. Weil das Wieso-Steuer so einen großen Funktionsumfang hat, ist zwar grundsätzlich erstmal gut, geht aber leider zu Lasten der Übersichtlichkeit. Da finde ich andere Tools, wie zum Beispiel ein Taxfix, aber auch wie ein Smart-Steuer, ein bisschen schöner gelöst, weil ich mich einfach schön durchklicken kann und nicht 20 Informationen auf einem Bildschirm eintragen muss und dann von Hinweisen und so weiter bombardiert werde. Deswegen habe ich bei Wieso schon häufig das Gefühl, dass ich etwas erschlagen werde. Schauen wir uns doch am besten auch einmal die Smartphone-App an. Und zwar habe ich den Steuererklärungsfall gerade in der Browser-Version angefangen und wenn ich jetzt meine Smartphone-App öffne, dann sehe ich hier sofort auch meine Steuererklärung mit allen Informationen, die ich vorher schon eingetragen habe und kann einfach fortführen. Und zwar sehe ich hier die Übersicht, also persönliches, weil ich als Arbeitnehmer, also meine Angestellteneinkünfte und meine Selbstständigkeit, auf die ich jetzt erstmal gehe. Und ich sehe, dass fast alles genauso aussieht. Ich wähle einfach meine Freiberuflichkeit aus, bekomme auch hier die erwähnten Hinweise, kann aber auch hier mit der Eingabe meiner Einkünfte einfach fortfahren und kann hier jetzt beispielsweise noch Ausgaben, Einnahmen, sonstige Dinge einfach eintragen und könnte im Zweifel dann danach auch wieder die Browser-Version wechseln, kann aber, wenn alles fertig ist, einfach auf Fertig klicken und mir das anschließend noch einmal anschauen, also prüfen lassen und mir die jeweiligen Hinweise anschauen. Ein wichtiger Punkt bei Steuererklärungstools sind meiner Meinung nach der ganze Hilfebereich, weil ganz ehrlich, Steuern lernen wir nicht in der Schule und deswegen brauchen wir Hilfe und Tipps irgendwie. Und was wir schon gesehen haben, ist, dass Wieso sehr, sehr stark darin ist, dir bei der Dateneingabe, also direkt an dem richtigen Punkt, dir Hinweise zu geben. Das heißt, es gibt in der App und in der Browser-Version echt viele Hinweise, auch wie du noch Dinge absetzen kannst und du hast da wirklich einige Steuerspartipps dabei. Außerdem gibt es den auch schon gezeigten, sehr umfangreichen FAQ Bereich, wo du alles auch nochmal in der Tiefe nachlesen kannst, wo teilweise auch Urteile und so weiter verlinkt sind. Also da kannst du wirklich sehr, sehr in die Tiefe gehen. Außerdem gibt es einen E-Mail-Support und auch einen Telefonsupport, der allerdings, als ich es ausprobiert habe, nicht ganz einfach zu erreichen war. Stellt sich doch jetzt am Ende die Frage, wie teuer ist denn das Ganze? Und da hat Wieso zwei Preise, und zwar einmal einen Abo-Preis und einmal einen Einzellizenzenpreis, um es mal so zu sagen. Wieso möchte dich natürlich als Kunden behalten und du wirst deine Steuererklärung ja jährlich machen, also nicht nur dieses Jahr, sondern wahrscheinlich auch nächstes Jahr und das Jahr danach und so weiter. Und Wieso möchte dir dafür ein Abo verkaufen? Und wenn du Wieso jetzt im Abo kaufst, dann zahlst du pro Jahr 29,95 Euro. Wenn du nur eine Einzellizenz kaufen möchtest, also jetzt einfach nur deine Steuererklärung machen möchtest und jetzt nicht ein Abo abschließen möchtest, dann zahlst du 39,99 Euro. Das Ganze liegt ziemlich genau im Durchschnitt von den ganzen Tools. Das heißt, wenn du dir jetzt einfach mal alle Tools anschaust, die Preise anschaust und so weiter, ist Wieso ziemlich genau der Durchschnitt. Es ist nicht besonders günstig, aber halt auch nicht besonders teuer. Was ist also zusammenfassend meine Meinung zu Wieso Steuer? Grundsätzlich möchte ich sehr positiv hervorheben, wie umfangreich diese Software eigentlich ist. Das heißt, du als Selbstständiger oder als Selbstständige bist auf jeden Fall gut aufgehoben und kannst alle deine Belange mit Wieso Steuer erledigen. Außerdem gibt es einige Funktionen, die Wieso hat, die viele andere Tools nicht haben, die mir wirklich gut gefallen. Das erste wäre die Lesezeichen- und Notizfunktion, um Dinge schneller wiederzufinden. Das zweite, dass du dein Bankkonto connecten kannst, um da eventuell schon steuerliche Sachverhalte aus deinem Kontoauszügen rauszuholen, finde ich auch eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Außerdem drittens, und das gefällt mir wirklich auch sehr gut, es gibt einen Steuerberater-Check.
Sowas Ähnliches hat Taxfix auch. Du kannst quasi, nachdem du deine Steuererklärung gemacht hast, nochmal einen Steuerberater drüber schauen lassen. Das Ganze nennt sich Proficheck. Außerdem gefällt mir auch sehr, dass es wirklich eine Browserversion gibt und eine Smartphone-App. Das ist zum Beispiel was, was ich bei Smartsteuer vermisse. Und abschließend möchte ich auch wirklich den Hilfebereich mit den Videos hervorheben. Also es sind wirklich sehr viele Tipps und Tricks und auch Videos, also ist wirklich interaktiv gut erklärt, an den richtigen Stellen in der App eingebunden. Deswegen muss ich schon sagen, auch der Hilfebereich ist für mich ein starker Vorteil. Nachdem ich so viele positive Punkte gefunden habe bei Wieso Steuer, ist vielleicht die Frage, was ist denn daran negativ? Und ich muss schon sagen, insgesamt gefällt mir die Software, allerdings erschlägt sie eins schon ziemlich. Also durch die ganzen Funktionen ist das nicht wirklich übersichtlich und ich finde auch die Menüstruktur, also die Art, wie die App aufgebaut ist, nicht so ganz glücklich. Bei einigen Tools, und da hebe ich sehr positiv zum Beispiel Taxfix hervor, kannst du dich einfach ganz normal durchklicken. Das heißt, du klickst einfach auf Weiter und kommst zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt. Wieso ist da so ein bisschen anders aufgebaut und mehr so wie so ein Baum? Das heißt, du hast jetzt deine Steuererklärung und dann öffnest du einen Unterbereich, zum Beispiel deine Selbstständigkeit und dann da nochmal einen Unterbereich und einen Unterbereich und einen Unterbereich und musst dann diese einzelnen Dinge auch immer wieder schließen. Das heißt, du gehst einmal mit der Leiter quasi runter in den Keller und dann immer die ganze Zeit wieder hoch. Und das ist ehrlicherweise irgendwie so ein bisschen verwirrend. Das führt auch so ein bisschen dazu, dass man sich, wenn man sich nicht auskennt, irgendwie so ein bisschen verloren fühlt. Und das Ganze führt dann ganz merklich dazu, dass man für seine Steuererklärung deutlich mehr Zeit aufwenden muss. Deswegen insgesamt muss man sagen, Wieso echt ein starkes Tool, aber auch wirklich eher ein Profi-Tool und du wirst mehr Zeit für deine Steuererklärung brauchen als mit anderen Tools. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten Überblick über Wieso Steuer geben. Wenn du dir jetzt denkst, ich weiß ja nicht, ich würde mir gern erstmal noch andere Tools anschauen, dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn wir haben einige Steuertools angeschaut und dazu Reviews gedreht. Die ganze Playlist verlinke ich dir einfach mal unten in der Videobeschreibung. Wenn du dir jetzt denkst, ich weiß ja nicht, ich will es ja gar nicht selber machen, es soll doch jemand anderes für mich machen, ich bin selbstständig und bin nicht dafür selbstständig gewesen, mich jetzt die Steuertools durchzuklicken, dann solltest du dir einfach einen Steuerberater suchen und die Buchhaltung und die Steuererklärung und all das ganze Zeug einfach abgeben. Wir sind zum Beispiel so ein Steuerberater und zwar ein spezialisierter Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne weiter bei deiner Buchhaltung und deinen Steuererklärungen. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier oder schau dir erstmal die weiteren Reviews an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.